Albert Fish war ein amerikanischer Serienmörder, der es hauptsächlich auf Kinder abgesehen hatte. Er begann die meisten seiner Taten zwischen 1920 und 1930. Geboren als Hamilton Howard Fish am 19. Mai 1870 in Washington D.C., USA. Er war bekannt als der Brooklyn Vampire und als der Gray Man. Fish tötete mindestens 3 Kinder und begann auch an ihnen Kannibalismus. Er hatte viele psychische Störungen und Erkrankungen. Ebenso war er ein Sadomasochist und bohrte sich mit Vorlieben Nägel in seine Genitalien. Er behauptete, über 100 Opfer gehabt zu haben. Diese Zahl konnte aber nicht bestätigt werden. Wegen dem Mord an einem 10-jährigen Mädchen zum Tode verurteilt, starb er 1936 auf dem elektronischen Stuhl. Seine letzten Worte waren: Ich weiß nicht einmal, warum ich hier bin.